Im Rahmen des dreitägigen Seminars im Fokus der Landespolitik des Hessischen Landtags bot sich den Schülerinnen und Schülern der Politikleistungskurse der Weibelfeldschule die einmalige Gelegenheit, politische Arbeit ganz hautnah und quasi aus dem Inneren heraus kennenzulernen. Ganz konkret im politischen Austausch, bei der Arbeit an realen Problemen und im Diskurs mit Politikerinnen und Politikern aus allen Parteien. Nach einer kurzen Begrüßung durften die Seminarteilnehmer zunächst formulieren, welche Fragen ihnen unter den Nägeln brennen. Diese wurden strukturiert und in Form gebracht, um sie später in gebildeten Arbeitsgruppen zu erarbeiten. Doch zunächst hat sich der politische Referent der Linken, Achim Lotz, Zeit genommen und an einem zunächst relativ spröde wirkenden Thema, den Prozess einer Gesetzeserarbeitung und der Arbeit in der politischen Opposition, erörtert. Je länger und intensiver das Thema auseinandergesetzt wurde, desto mehr wurde einem die Bedeutung des zunächst nebensächlich erscheinenden Themas bewusst. Aus Fragen der Schülerinnen und Schüler entwickelte sich ein interessantes Gespräch über die politische Arbeit auf Landesebene. Was können Sie bzw. Ihre Fraktion tun, um erst wieder für Ihre Partei zu begeistern? Im Anschluss ging es das erste Mal an den wirklichen Ort des Geschehens, zu einer Sitzung in den Plenarsaal des Hessischen Landtags. Dort konnte man hautnah erleben, wie Politik gemacht bzw. um sie gerungen wird. Nochmal ein ganz anderer Eindruck als eine Sitzungsübertragung in den Medien. Im Plenarsaal war die Auseinandersetzung um die jeweiligen Positionen nochmals deutlich leidenschaftlicher und eindrücklicher. Danach ging es gemeinsam zur Landeszentrale für politische Bildung. Nach einer informativen Einführung bezüglich der Aufgaben und Angebote der Landeszentrale konnten sich die Schülerinnen und Schüler ganz in Ruhe mit dem Publikationsangebot vertraut machen. Bei dieser Gelegenheit haben sich ganz von selbst viele Gespräche über persönliche Vorlieben und Interessenschwerpunkte im Bereich Politik entwickelt. Und das Beste? Jeder durfte sich 6 Bücher kostenlos mitnehmen. Ein Angebot, welches den meisten in Hessen lebenden Menschen einmal pro Halbjahr zur Verfügung steht. Ein Besuch der Homepage lohnt sich also auf jeden Fall. Am nächsten Tag ging es dann ganz praktisch los. Nach einer kurzen Besprechung haben sich die Seminarteilnehmer zu ihrem selbstgewählten Themenschwerpunkt Interviewpartner gesucht. Und wirklich viele Mitglieder des Hessischen Landtags haben sich Zeit genommen. In den Interviews wurden politische Sachfragen, aber auch kritische Fragen thematisiert. Was am Ende von einer Schullaufbahn in Hessen stehen sollte. Also das Ergebnis misst sich immer an den einzelnen Schülerinnen und Schülern. Damit einfach erneuerbare Energien schneller ausgebaut wird. Wir brauchen mehr Windenergieanlagen, wir brauchen mehr Solar, wir brauchen aber auch viele Stromtrassen. Wo sehen Sie einen Mangel im politischen System und wo sehen Sie einen Mangel in Ihrer Fraktion? Den Mangel in der Fraktion kann ich schnell beantworten. Wir haben zu wenig Frauen. Am Tag im Ton vergreifen, die Abgeordneten der AfD sind, die tatsächlich, sagen wir mal, ein gebrochenes Verhältnis zur parlamentarischen Demokratie haben. Was kann man denn machen, um den Beruf, also des Lehrers, attraktiver zu machen? Also wir haben in der Tat einen ganz starken Lehrkräftemangel, den haben wir deutschlandweit und ich gender nicht. Ja. Okay. Genau, ich bleibe jetzt erstmal neutral. Ich sage jetzt nämlich nichts. Aber wir müssen ja auf erneuerbare Energien setzen. Aber es reicht nicht, wenn wir auf Windräder setzen, weil das ist irgendwo begrenzt. Wir wissen schon. Betonsockel. Und das ist natürlich auch eine Grundlage für unsere Partei, sich dieses Konzept genauer anzuschauen. Und deshalb sind wir in diesem Bereich dafür. Und gerade auch, was das Medizinische kann. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, was heißt das denn eigentlich konkret in der Pädagogik? Was bedeutet das? Wie gibt es neue, tatsächliche Unterrichtsmodelle, die man fahren kann? Ich glaube, da ist viel, viel Potenzial noch, was wir erschöpfen können. Ja. Gestern hier einen wunderschönen Vortrag gehört über Paneuropa. Kann ich nur empfehlen.
Hin und wieder gibt es Abgeordnete, die ewig lange diesen Kaugummi da hinziehen und ja, im Grunde genommen eigentlich sich dann öfters wiederholen. Ich finde es ganz schwierig. Einerseits ist es natürlich wichtig, mit solchen Staaten auch in der Diskussion zu bleiben und zu versuchen und zu hoffen, dass man was bewegen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich, was Menschenrechte angeht und so weiter, da noch ganz viel zu tun. Und das 49-Euro-Ticket wird natürlich dafür sorgen, dass es weniger Einnahmen gibt, weil es gibt ja deutliche Preissenkungen. Parallel durfte eine Gruppe, die sich auf das Thema Medien fokussiert hat, dem Landtagsstudio des Hessischen Rundfunks einen Besuch abstatten. Dort konnte man ganz hautnah miterleben, wie Nachrichtenbeiträge entstehen. Dabei waren alle von der Professionalität und Geschwindigkeit der Arbeitsweise im Studio beeindruckt. Die Studiotechniker und Aufnahmeleiter haben die Ausstattung und die Arbeitsweise erläutert und die beiden Landtagskorrespondenten Sandra Müller und Andreas Meyer-Feist haben danach sehr interessante Einblicke in ihren Werdegang und die Arbeit als Journalist gegeben. Ja, das ist eine total spannende Frage, weil die bei uns auch im Haus, also jetzt mal eben HR, sag ich mal, diskutiert wird. Und es ist natürlich, so hast du am Anfang gesagt, manchmal wie auf eine Klassenarbeit nicht richtig gut vorbereiten kannst. Und dann musst du dann am Anfang mit dem arbeiten, was du kriegst. Im Bestfall kennst du dich so gut aus, dass du vielleicht feststellst, oh, warte mal, da stimmt doch was nicht oder so. Und dann kannst du das vielleicht noch nachprüfen. Erstmal ist Reden grundsätzlich ganz wichtig, weil vorm Machen ist eben nun mal das Reden. Das muss man so sagen. Also, und es wird immer komplizierter, etwas zu machen, wenn das, was gemacht werden muss, so kompliziert ist. Also das muss, man braucht irgendwie Kompromisse, man muss sich auseinandersetzen. Und ich glaube, dass das nicht so ganz stimmt, dass mehr geredet wird, als gemacht wird. Das gehört einfach dazu. Also. Als nächstes stand eine Führung durch das imposante Gebäude des Hessischen Landtags auf dem Programm. Dabei konnte man Gebäudeteile kennenlernen, die man in den Medien eher selten zu Gesicht bekommt und hat auch die ein oder andere lustige und interessante Anekdote über die Mitglieder des Hessischen Landtags erfahren. Auch eine etwas tiefer gehende Erläuterung zum Plenarsaal an sich, zum Beispiel zur Architektur und Planungsintention, hat der Leiter der Führung anschaulich dargestellt. Danach gab es die Möglichkeit für ein Gespräch mit dem Direktor des Hessischen Landtags. Auch er hat dazu motiviert, Fragen zu stellen. Welche Aufgabe erfüllt Sie hier? Das Angebot wurde dankbar angenommen. Und so beantwortete er Fragen wie, was macht der Direktor des Landtags eigentlich? Auch zu landes- und tagespolitischen Positionen wurde Peter von Unruh befragt. Dieser hat sich die Zeit genommen, wirklich alle Fragen zu beantworten. An vielen nehme ich ja tatsächlich teil, weil ich in der Plenarsitzung sitze mit. Das ist nachher. In einer kurzen Abschlussbesprechung wurde anschließend in den Arbeitsgruppen der nächste Tag vorbereitet. Direkt am nächsten Morgen ging es erneut in den Plenarsaal. Diesmal mit einer ganz neuen Perspektive. Erstens wurden zum Thema der Sitzung des Landtags inhaltlich vorgearbeitet. Zweitens kannte man viele der Mitglieder aus den Interviews bereits persönlich. Hier konnte man auch die geäußerten Ansichten mit denen der Redebeiträge vergleichen und dabei wichtige Erkenntnisse bezüglich Parteiarbeit, aber auch zu Aspekten der Öffentlichkeitsarbeit gewinnen. In dieser Plenarsitzung wurde übrigens sehr emotional und leidenschaftlich argumentiert. Auch hier konnte man anhand der Reaktionen der zuhörenden Mitglieder des Landtags sehr erhellende Einsichten erhalten. Im Anschluss hatten die SeminarteilnehmerInnen und Teilnehmer nochmals Zeit, Interviews zu führen oder an ihrem Thema weiterzuarbeiten. Ein Gespräch mit dem Vizepräsident des Hessischen Landtags, Frank Lorz, stand als nächster Punkt auf der Tagesordnung. Herr Lorz hat in einem sehr offenen, interessanten und sehr unterhaltsamen Gespräch
Einblicke in seine Arbeit gewährt und zu seinem Werdegang jede Frage beantwortet. Dabei ist er ehrlich, authentisch und unverblümt, keiner Frage also aus dem Weg. Wir sind so und so beleidigt worden. Und wenn ich sage, ich habe nichts gehört, sagt er, dann will ich ein Protokoll aussuchen. Dann frage ich den Landtagsdirektor oder wer dann zuständig ist, dann machen wir ein Protokoll aussuchen. Ich habe dann vorhin gesagt, machen aber nicht so schnell, damit ich bis 11 Uhr, ich will noch zu den jungen Leuten von der Weibelwelt schulen. Seine offene und aufrichtige Freude an der Politik und dem respektvollen Umgang auch mit politischen Gegnern war sehr ansteckend und motivierend. Aber wir haben Abgeordnete, die alle gleiche Rechte und Pflichten haben. Aber sie müssen sich auch benehmen. Mit diesen Eindrücken ging es in die finale Arbeitsphase. Hier konnten die jeweiligen Arbeitsgruppen ihre Präsentation zu dem selbstgewählten Thema abschließend ausarbeiten und vorbereiten. Den Hintergrund, damit die Menschen den Hintergrund, die Begründung verstehen. Ja, klar. Während der Vorstellung der Arbeitsergebnisse, die auf unterschiedlichste, oft auch kreative Art und Weise präsentiert wurden, konnten die SeminarteilnehmerInnen und Seminarteilnehmer von den Arbeitsergebnissen der anderen Interessantes lernen. Der Mut, logischerweise sagt nein. Und dann, um etwas zu machen, muss man reden. Vielen wurde bei dieser Gelegenheit nochmals bewusst, wie ereignisreich die letzten Tage waren und was man alles aus diesem Seminar mitnehmen konnte.